Jetzt? Ja, jetzt habe ich Ton. Super. Ja, herzlich willkommen bei der Java User Group. Schön, dass ihr so zahlreich erschienen seid draußen bei diesem sonnigen Wetter. Als erstes möchte ich Synnyx danken, die heute Abend diesen Abend hier hosten. Nachher wird es, denke ich, auch noch was zu essen geben. Getränke habt ihr ja schon, ihr seid gut versorgt. Und dann würde ich auch schon übergeben an dich, Matthias. Vielen Dank, dass du da bist, dass du dir heute die Zeit nimmst, extra nach Karlsruhe zu kommen und uns mehr über Maven 4 zu erzählen. Ich selber habe Maven 4 noch nicht benutzt, deswegen freue ich mich richtig auf deinen Vortrag. Und los geht's, würde ich sagen. Ja, erstmal danke für die Einladung. Fangen wir auch direkt an. Also, mein Name ist Matthias Bünger, ich komme aus Bonn, bin da in der Java User Group, beruflich Software-Engineer in der Bundesfinanzverwaltung und neben Contributor und Maintainer in einem Open-Source-Projekt. Bevor wir jetzt anfangen, eine Frage: Irgendwelche Leute da, die nicht Deutsch sprechen, dann würde ich einen Talk auf Englisch halten. Wenn schon Arzt in Englisch. Just to ask in English, so the English people can understand that they need to raise right. Any non-German speaking people here? I still see no hands. So. Okay, wir bleiben in Deutschland. Können Sie auch Social Media Plattformen erreichen, wenn ihr nicht möchtet. Bevor wir ein bisschen über Maven 4 sprechen, mal so in die Runde gefragt, welche Maven-Version benutzt ihr denn so in Production? Und wer benutzt Maven 3.9 in irgendwelchen Versionen davon? Für die Hälfte ein bisschen weniger. 3.8? Wenig. Irgendwas davor sind 3.6 oder 3.3.9? Okay, ihr habt ein Problem. Ihr wisst, dass die Version seit Jahren nicht mehr supporten. Okay. Kurz 8, 3.8 und 3.9 sind die meiner Releases, die im Support sind, die beiden letzten. Deswegen, ihr werdet nachher sehen, dass ihr da nichts noch updaten solltet. Worum soll es heute gehen? Maven 4 wird hoffentlich nächstes Jahr kommen. Ein bisschen Motivation, warum Maven 4? Maven 3 gibt es halt schon ganz lange und funktioniert doch irgendwie gut. Dann so die Major Changes in Maven 4, also was ist so wirklich grundlegend. Möglicherweise auch Breaking Changes. Dann so verschiedene kleinere Sachen, die ich mal so unter Improved User Experience zusammengefasst habe, weil sie, finde ich, das Leben wirklich einfacher machen und angenehmer machen. Und dann ein bisschen Blick in die Zukunft, was kommen könnte, da ist aber auch viel Glaskugel bei. Nichts von festgelegt. Deswegen, wir gucken einfach mal. Zur Motivation. Maven ist über 20 Jahre alt, der erste Prototyp von Maven 1 von 2001, also fast 25 Jahre sogar. Maven ist relativ groß, besteht aus, also das was das Maven-Team betreut, sind so ungefähr 100 Artefakte, besteht aus Plugins und Komponenten. Und dann im Maven Central gibt es natürlich noch tausende andere Plugins und Bibliotheken sowieso. Also die Woche nochmal Statistiken geguckt, also inzwischen liegen im Maven Central irgendwie über 650.000 verschiedene Bibliotheken. Also eindeutig identifizierbar, wenn nicht mit den Versionen. Also schon ziemlich viel. Und das aktuelle Major Release, Maven 3, ist jetzt auch schon fast 15 Jahre her. Und mit der aktuellen meiner Version, hatte ich gerade schon gesagt, 3.9, ist jetzt die letzte vom letzten Monat. Ihr werdet im Talk immer mal wieder Stellen hören, wo ihr denkt, so, hä, das gibt es doch schon in Maven 3. Ja, hat damit zu tun, dass die Entwicklung von Maven 4 konzeptionell und dann auch implementierungstechnisch relativ lange gedauert hat, beziehungsweise lange dauert. Deswegen, ich werde an der einen oder anderen Stelle sagen, gibt es auch schon irgendwie in Maven 3. Maven, so wie es jetzt ist, die POM, kennt glaube ich jeder, ist ein stabiles XML-Schema seit Maven 2. Hat an Inhalt die Bildinformationen, die Plugin-Informationen, alle möglichen Dependency-Informationen und sonstige, sag mal, Meta-Projekt-Informationen wie Distribution Management, Properties, sonst irgendwas. Und sie wird mit dem Artefakt nach Maven Central deployed, damit nutzende Bibliotheken daraus wieder Dependencies ziehen können und sonst irgendwas. Kommen wir gleich später zu, warum das interessant wird. Jetzt hat aber
Mac 3 so seine, oder diese festgefahrene Prompt, so seine Nachteile, weil man kann nichts dran ändern. Wenn man irgendwas dran ändert, dann bricht man ungefähr die ganze Entwicklerwelt. Und das MAME-Team hat in den letzten Jahren immer mal wieder Ideen gehabt, so, ja, lass uns doch das und das machen. Und dann nach einer Minute ungefähr gesagt, okay, können wir eigentlich vergessen, weil dafür müssen wir die Prompt ändern. Deswegen war relativ klar schon vor ungefähr 8-10 Jahren, dass wenn man Veränderungen machen möchte, man eigentlich eine neue Prompt braucht. Und das nicht mit der aktuellen Prompt-Version 4.0.0 machen kann. Das zweite Problem an Maven 3 ist, dass der Code, naja, auch abwärtskompatibel ist, die ganzen APIs sind abwärtskompatibel, im Prinzip alle auch zu Maven 2 oder fast alle zu Maven 2. Sodass da halt auch erstmal im Prinzip viel Java 7 und vorher Code drin ist. In den letzten Jahren schon ein bisschen Richtung Java 8 gegangen. Aber halt auch redundanter Code aus den verschiedenen Plugins, dass es nicht rausgezogen wird. Teilweise aber auch schlechte APIs, sodass man über eine API, die man irgendwie in seinem Plugin benutzt, Statusänderungen in den Core-Komponenten vornehmen kann, die eigentlich gar nicht gewollt sind. Also ein bisschen das, was Java auch so ein bisschen hat, dass es eigentlich intern gedachte Packages und Klassen gibt, die aber vor Jigsaw im Prinzip für alle bereitstehen. So, wenn man jetzt hingeht und einfach sagt, wir machen eine neue POM, hat man ein ganz großes Problem, weil Maven ist mehr als nur das Build-Tool. Es ist offensichtlich, dass an Maven erstmal das Maven Central dran hängt, wo die ganzen Dependencies und Bibliotheken liegen. Aber es hängt ja auch an den POMs, hängt auch der Support für die ganzen IDEs und sonstigen Tools an. Ich habe hier jetzt mal Eclipse, Visual Studio, IntelliJ einfach mal als Vertreter aufgezeigt. Aber natürlich auch andere Build-Tools wie Gradle, IDE und sonst was, die das Problem, was Maven hat, von vornherein umgangen haben, weil sie aus Maven schon gelernt haben, sondern sie haben irgendeine Build-Konfiguration, in Gradle ist es meistens, glaube ich, Kotlin, und erzeugen am Ende eine Maven-POM, die dann wiederum von allen, vom ganzen Ökosystem konsumiert werden kann. Das heißt, wenn man jetzt einfach hingeht, ja, wir machen jetzt eine neue Maven-POM, dann funktionieren diese ganzen Tools mindestens mal eine Zeit lang nicht. Und alles, was vorher auf alten POM-Versionen da ist, ist halt auch nicht abwärtskompatibel. Einer der Maven-Maintainer, Hervé Boutini, ich kann kein Französisch, ob ich das richtig ausspreche, weiß nicht, hat mal im Java Adventskalender von 2021 geschrieben: With the Maven Build Schema preserved in Ember, we can't evolve much. We'll stay forever with Maven 3 minor releases, unable to implement improvements that we imagine will require serious updating the POM schema. Das ist genau das, was ich gerade gesagt habe. Also Maven ist mehr als nur seine eigene POM, sondern man muss sich, wenn man daran will, wenn man mehr Flexibilität für sich selber in Maven haben möchte, also als Sicht der Maven Maintainer oder als Sicht des Maven Build Tools, sich erstmal ordentlich Gedanken machen, wie kriegt man das hin, ohne dass man dieses ganze Ökosystem bricht. Und so ein bisschen in die Zukunft gegriffen, Maven 5 könnte dann irgendwann mal eine komplett eigene POM-Konfigurationsfall sonst irgendwas haben, aber wir brauchen einen Weg dahin. Und dieser Weg ist Maven 4. Das bedeutet, es gibt Major Changes in Maven 4, die auch teilweise nicht abwärtskompatibel sind, aber das ganze Ökosystem wird von vornherein sehr viel Wert darauf gelegt, dass das Ökosystem weiterhin funktioniert, auch wenn Maven jetzt die ersten Schritte macht, im Prinzip auch unabhängig zu werden von dem Ökosystem und von seinen eigenen Build-Konfigurationen zu trennen. Jetzt sagte ich vorhin schon, das hat ein bisschen gedauert. Ich habe mal mit Karl-Heinz Mabes gesprochen, der ist der Chairman von Maven. Die haben vor ungefähr 10 Jahren damit angefangen, sich Gedanken zu machen und so vor 4-5 Jahren angefangen mit der Implementierung der einzelnen Schritte, die notwendig sind, und dem Proof of Concept und sonst irgendwas. Das zeigt, glaube ich, auch ein bisschen, wie komplex das Thema ist. Ich werde jetzt mal die
Major Changes, die in Maven 4 kommen, meiner Auffassung nach so die wichtigsten sind oder die interessantesten sind, vorstellen. Immer noch so ein bisschen mit dem Disclaimer, wir sind in der Beta-Phase. Es wird auch noch sicherlich 1, 2, 3 Beta-Versionen geben, bevor man dann in Release Candidates übergeht. Das Maven-Team hofft so ein bisschen, nächstes Jahr im Frühjahr fertig zu sein. Wir werden sehen, ob das funktioniert. Von daher, es kann sich grundsätzlich noch alles irgendwie ein bisschen ändern oder noch weitere Änderungen hinzukommen. Aber das, was ich vorstelle, ist eigentlich gesetzt und ich denke, daran wird sich nicht mehr wirklich was ändern. Außer an einer Stelle komme ich aber gleich zu. Bevor wir reingehen in die größte Änderung, ich war letztes Jahr in Antwerpen und da bin ich an so einem Laden vorbeigekommen, wo man irgendwie Axt werfen konnte und sich nebenbei betrinken konnte. Ich fand die Kombination sehr interessant. Aber bei denen auf dem Fenster stand dieser Spruch, great stories always start with an axe and beer. Und als ich das gesehen habe, dachte ich mir, okay, das Bild kommt in meinen Talk, weil es geht genau in die Richtung. Also Maven 4 wird den ersten Schritt machen, ja, die Pommes zu zerstückeln. Ich hätte gelacht, wenn die irgendwie anstatt Äxte Kettensägen genutzt hätten. Aber ihr seht es an den beiden Unterpunkten, es wird zukünftig mit Maven 4 eine Build-Pom und eine Consumer-Pom geben. Die Consumer-POM, ist, glaube ich, einfach erklärt, ist das Format, wie es jetzt auch ist, das vom gesamten Ökosystem, egal ob das IDEs, andere Build-Tools oder sonst irgendwas sind, weiterhin konsumiert werden kann. Und die Build-POM ist eine davon separat getrennte POM. Der Name deutet es an, mit den Bildinformationen, die nicht unbedingt alle später derjenige benötigt, der das Projekt eigentlich nur benutzen möchte. Das Ganze ist noch, ja, ich hatte gerade gezeichnet, es soll jetzt einen Weg Richtung einem möglichen Maven 5 mit einer komplett eigenen POM geben, basiert weiterhin auf dem POM-Modell Version 4. Consumer-POM, sagte ich gerade, komplett unverändert. Den Inhalt werdet ihr nicht erkennen können, ob der jetzt mit Maven 4 oder mit Maven 3 generiert wurde. Während die Build-POM den ersten Schritt in ein eigenes Modell macht, mit einer POM-Version 4.1. Sind noch nicht so viele Änderungen drin, aber der erste Schritt ist gemacht, dass man da deutlich flexibler sein kann und neue Features, neue Änderungen präsentieren kann. Vergleichen wir die beiden mal. Linke Seite Build-POM, rechte Seite Consumer-POM. Ich sagte gerade, die POM-Version, also die Model-Version in den POMs ist unterschiedlich. Bei der Build-POM 4.1.0, bei der Consumer-POM weiterhin 4.0.0. Was steht da am Ende drin? Natürlich die Dependencies von den Third Parties, aber nicht mehr das Full Parent. In der 4.0.0, weil es nicht notwendig ist, man kann die Dependency während des Builds schon komplett auflösen, wird ja auch schon gemacht. Und in der Build-POM ist es nicht notwendig, weil es mit Maven 4 Verbesserungen an der Versionierung, an der automatischen Erkennung der Versionierung gibt. Da komme ich nachher auch mal zu, was das bedeutet. Finde ich sehr angenehm. Properties, die für den Build gebraucht werden, braucht man logischerweise nur in der Build-POM, nicht in der Consumer-POM. Den interessiert das nicht, weil wenn der Build durch ist, dann sind diese Properties halt auch aufgelöst und haben ihren Job getan. Das gleiche Plugin-Konfiguration. Was im Moment noch in beiden drin ist, ist Repository-Informationen, Profiles, Environment-Entries. Da wird sich wahrscheinlich noch was dran ändern. Ob das jetzt schon mit dem initialen Release von Maven 4 passieren wird oder irgendwann in der Zukunft, ist sich das Maven-Team noch nicht ganz einig. Aber es gibt viele Stimmen im Team, die sagen, ja, wir haben eigentlich jetzt immer noch Informationen in der Build-POM, die Consumer-POM am Ende eigentlich gar nicht braucht. Aber die sind jetzt erstmal nicht so wichtig, deswegen bauen die gerade an anderen Stellen. Der letzte Punkt, es werden im Moment beide auch ins Maven Central oder in das Remote Repository deployed. Auch da ist eigentlich die Kernhaltung, die Build-POM braucht man eigentlich nicht im entfernten Repository, weil da eigentlich nur die Consumer-POM relevant ist. Im Moment wird es noch gemacht, aber auch da gehe ich davon aus, dass das in einer der nächsten Versionen irgendwann mal rausfällt. Ob jetzt schon mit Maven 4.0.0 oder dann in irgendeinem späteren, sehen wir dann. Jetzt hat die Consumer-POM noch so ein kleines Asterisk da oben. Das gilt logischerweise nicht für die
POMs, die vom Typ POM sind. Also wenn ihr irgendwie eine Parent-POM habt und die deployt, dann stehen natürlich die ganzen Informationen da weiter drin, weil die halt von ihren Kindern und sonst irgendwas benötigt wird. So, wo wir über POM sprechen, wer von euch kennt das Modell einer Bill of Material oder einer BOM und benutzt das? Die meisten. Wunderbar, dann wird es euch freuen, dass es in 4.0 einen eigenen Typ dafür gibt. Im Prinzip sieht das Ganze so aus wie jetzt auch, hat halt einen eigenen Typ und ihr braucht euch nicht mehr um die Versionen innerhalb eures Projektes kümmern. Das macht Maven 4 dann für euch automatisch. Das heißt, ihr müsst in der BOM eigentlich nur noch einmalig die Dependencies definieren und dann das ganze Versionsgehandle habt ihr möglicherweise, zumindest von eurem eigenen Projekt, habt ihr dann nicht mehr in der Backe. Alles andere, was ihr an Dependencies da reinpackt, natürlich schon. Genau. Neuer Typ gibt es nur in Maven 4 mit Maven, mit Modelversion 4.1.0. Wird dann im Bildprozess transformiert in eine Consumer-POM mit 4.0.0, sodass ihr sie ganz normal überall benutzen könnt, aber ihr könnt sie halt mit Maven 4 extra mit dem Typ bauen. Wer sich das genauer mal angucken will, ich habe einen Link von einem Vortrag von Karl-Heinz hier reingepackt. Die Slides kann ich nachher mal rumschicken, beziehungsweise irgendwo hochladen. Dann könnt ihr euch da hingucken, ist auch direkt mit einem Zeitstempel markiert, sodass ihr genau an die Stelle kommt, wo das dann in dem Talk da anfängt. Zweites großes Thema, wahrscheinlich das größte und die größte Diskussion, die es in Maven seit Jahren gibt und ungefähr sie alle so zwei Wochen wieder kamen auf den Mailinglisten, die benötigte Java-Version für Maven. Wir haben jetzt 23, ne, Nikolai? Im September. Im September, genau. Da war natürlich die große Diskussion, welche Java-Version nutzen wir denn jetzt für Maven 4? Es war relativ schnell klar, es wird irgendwie eine LTS-Version. Disclaimer, ein JDK mit LTS-Support. Das heißt, irgendwie alle Zwischenreleases wie 15, 16, 22, sowas sind raus. Und man hat sich dann aber ein bisschen an den anderen Frameworks orientiert, dass man nicht die letzte Version genommen hat, sondern die vorletzte, zumal das im Zeitraum, hier steht es ja im März 24, war die Diskussion, die letztmalig, wo es dann auch endschließlich mal ein Vote gab, dann entschlossen hat, man macht 17 und die letzte Alpha-Version war dann sogar schon der erste Build, für den man, ja, wo man Maven nur noch mit Java 17 bauen konnte. Idee dabei ist natürlich, den Code zu aktualisieren. JDK 17 ist immer weiter verbreitet, wird von diversen Frameworks sowieso schon vorausgesetzt, dass man da halt auf den Zug aufspringen möchte, den alten Support, den Support für die alten JDKs loszuwerden und ja, auch die Sprachfeatures und sonstigen Vorteile, die die neuen JDKs halt so mitbringen, benutzen können. Wichtigste Folie, weil das leider nicht alle wissen, die Version, die ihr braucht, um euren Maven-Build auszuführen, ist nicht die Version, unter der eure Applikation später läuft. Es gibt im Compiler ein Plugin, diese schöne Release-Flag, wo ihr einstellen könnt, gegen welche Java-Version die Applikation laufen soll und damit gebaut werden soll. Also die Java 17 braucht ihr nur für euren Build mit Maven 4 oder halt eine höhere. Dass eure Anwendung auf theoretisch Java 7 könnt ihr noch mit dem JDK 17 bauen, ist vollkommen okay. Nur der Build muss auf Java 17 laufen. So, Code-Updates. Ich sagte vorhin schon, es ist im Zuge von Maven 4 oder auch Maven 3.8, 3.9 schon viel Code von Java 6, 5 und 7 auf 8 migriert worden. Jetzt in den letzten Monaten wird das auch sukzessive dann, wo sie jetzt endlich mal entschieden haben, auf 17 zu gehen, natürlich auch sukzessive die neueren Sprachfeatures mit einbauen. Das ist aber so ein kontinuierlicher Prozess, der wahrscheinlich über die nächsten Jahre dauern wird. Sie haben den Code an vielen Stellen so umgeschrieben, dass ein bisschen das besseres Multithreading unterstützt werden kann. Es ist auch in Überlegung, den Multithreading-Parameter defaultmäßig so einzustellen, dass alle bis auf einen Core genutzt werden zum Build. Und dann mit Java 21 virtuellen Threads ist, denke ich, auch nochmal Potenzial drin, dass dann noch der eine oder andere Stelle ein bisschen verbessert wird. Und natürlich Dependencies von allen möglichen Sachen, sowohl eigene Maven-Plugins, da sind sie im Moment gerade massiv dran am Arbeiten, zu aktualisieren, um ganz viel alten Kram auch loszuwerden. Das ist genau die nächste Folie. Der erste Punkt, man mag es kaum glauben,
Sie sind gerade dabei oder schon ziemlich weit fortgeschritten, alte Maven 1 und 2 APIs rauszuschmeißen, die leider immer noch von sehr, sehr vielen Plugin-Maintainern benutzt werden. Sie haben mit 3.9 einen Zwischenschritt gemacht, dass die Benutzung dieser APIs erstmal nur Warnungen erzeugt. In 4 sind die APIs dann halt nicht mehr da. Das heißt, spätestens da wird das Ganze brechen. Wenn irgendwer von euch ein Maven-Plugin selber schreibt oder geschrieben hat, bitte mal unter Maven 3.9 und 4 testen. Es wird wahrscheinlich oder möglicherweise nicht mehr funktionieren. Jetzt sagte ich gerade schon, sie haben auch eigene Dependencies aktualisiert. Eine davon ist der Plexus Dependency Resolver, der schon seit 2010 deprecated ist. Da sieht man, dass sich das Maven-Team, ähnlich wie das Java-Team, immer sehr auf die Fahne geschrieben hat, abwärtskompatibel zu sein, aber jetzt dann auch die Chance nutzt, solche alten Sachen loszuwerden. So, das ist das, was ich so unter den Major Changes sehe, also alles das, was Potenzial hat, euren Build zu brechen. Kommen wir mal zu den Improved User Experience, die für mich immer halt so viel interessanter sind, weil das andere läuft halt eigentlich. Wer von euch baut Multi-Module-Projekte? Wahrscheinlich viele, ne? Habt ihr da bestimmt alle mal diesen Fehler gesehen, dass irgendwo ein Modul sich auf die Nase gelegt hat und dann Maven einem vorschlägt, ja, benutzt jetzt Resume from diesem Modell und dann funktioniert alles. Das funktioniert aber dann nicht, weil die vorherigen Module nicht neu gebaut werden. Das ist in Maven 4 anders. Das funktioniert jetzt endlich dann auch. Das ist, glaube ich, so das ja, am weit verbreitetsten Phänomen, was jeder mal irgendwie erlebt hat. Das wird jetzt halt deutlich besser und alles Mögliche, was irgendwie mit dem Reactor, also dem Teil von Maven, der damit zu tun hat, zu ermitteln, wie die einzelnen Module in einem Multimodule-Projekt gebaut werden müssen, in welcher Reihenfolge und so. Da ist ziemlich viel Arbeit reingesteckt worden, auch schon vor einigen Jahren. Man sieht das an der URL, die ich von dem Martin Mulders-Artikel da unten reingepinselt habe, von 2020. Einige sagen, es sind Bugfixes. Es ist, glaube ich, irgendwie so eine Mischung. Aus Bugfixings, Verbesserungen, auf jeden Fall einiges besser geworden. Im Prinzip auch ein besseres Verständnis dafür, auf welcher Ebene der Build gerade läuft. Gibt es auf der nächsten Folie auch eine schöne Variable zu, die ich jetzt gleich vorstelle. Und ein besserer Support, wenn man ja, Multimodule-Projekte auf mehreren Ebenen untereinander schachtelt. Man soll das nicht tun, aber es gibt vereinzelt Situationen, wo das durchaus sinnvoll ist, wenn man irgendwie auch mit Git Subproject arbeitet und so. Aber haltet euch am besten einfach an die flache Hierarchie des Standards, dann habt ihr am wenigsten Probleme, was das angeht. Aber es ist grundsätzlich besser geworden. Jetzt sagte ich gerade, bessere oder Variablen, um herauszufinden, wo man denn gerade ist. Finde ich sehr cool. Es gibt jetzt endlich mal offizielle Variablen, um zu definieren, was ist denn mein Root-Verzeichnis von meinem Projekt. Bisher gibt es das Maven-Folder, was auch nur irgendwie relativ wenig kennen, wo man zum Beispiel Configs oder Extensions reinlegen kann, beziehungsweise konfigurieren kann, dass Extensions geladen werden. Das funktioniert auch weiterhin. Man kann es aber jetzt auch mit Maven 4 und POM Version 4.1.0 in seiner Root POM das Root Attribute angeben. Steht logischerweise defaultmäßig auf False, aber man kann das explizit angeben und damit ganz klar sagen, okay, in dieser Bildhierarchie ist diese POM jetzt ein Root und dann geht das Projekt auch nicht weiter höher. Oder dann Modell 4.1. Genau, ist Modell 4.1, weil es eine Änderung der XSD ist. Aber mit Maven 4 kein Problem. Ihr könnt mit Maven 4 auch logischerweise weiterhin 4.0er Projekte bauen. Aber das Feature geht nur unter 4.1. Die letzte Spalte, always, soll andeuten, ist diese Variable immer mit einem Wert gefüllt? Natürlich nicht, weil mich zwingt Maven nicht dazu, entweder die Variable zu definieren oder so einen Maven-Folder zu konfigurieren. Das heißt, die Variable ist möglicherweise einfach auch leer. Analog die Session Root Directory, also Session und Project ist die unterschiedlich. Project ist im Prinzip vor dem Build da, Session ist während der Bildlaufzeit da. Hat die gleiche Aufgabe, ist halt ein etwas anderer Scope, und aber dementsprechend, wenn es nicht konfiguriert ist, halt auch nicht da. Ein Unterschied dazu ist das Session Top Directory, was immer gefüllt ist, weil das wird während der Laufzeit ermittelt,
was Maven denn denkt, was dein höchstes Verzeichnis ist. Das muss aber nicht unbedingt immer mit der eigenen Erwartungshaltung übereinstimmen. Aber es gibt jetzt endlich mal drei offizielle Variablen dazu, die man benutzen kann und soll. Alles andere, was ihr vielleicht in dem Feld an Workarounds, Hacks und sonst irgendwie, wie man das nennen möchte, kennt, vergesst es. Sie waren nie offiziell und sie werden sind deprecated und teilweise auch schon entfernt worden. Wer sich ein bisschen weiter einlesen will, ich habe das GitHub-Issue, den Pull-Request und das Maven-Issue dazu verlinkt. Da steht das nochmal ein bisschen ausführlicher, wann welche Varela da ist und wie sie ermittelt wird und so. Multi-Multi-Projekte sind wir gerade dran. Es gibt jetzt endlich mal konsistente Timestamps über alle Module eines Multi-Module-Projekts. Klingt relativ unspektakulär, macht aber, wenn man denkt, man released jetzt so ein Multi-Module-Projekt in Gänze und gleichzeitig, jeder, der auf die Timestamps geachtet hat, wird feststellen, dass da durchaus dann Unterschiede drin sind oder waren. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Der zweite Punkt geht so ein bisschen in die gleiche Richtung. Bisher in Maven 3 ist es so, dass wenn ein Modul erfolgreich gebaut wurde, dann wird es halt auch deployed. Dann wird das zweite Projekt, zweite Modul gebaut und wenn das halt nicht erfolgreich geht, dann wird es halt nicht deployed, aber das erste ist halt deployed worden. Das ändert sich mit Maven 4 jetzt auch. Das heißt, es werden erst alle Module gebaut und dann wird versucht, alle Module zu deployen. Das heißt, man kommt nicht mehr so leicht in die Situation, überhaupt nicht mehr in die Situation, dass man Teile seines Multimodul-Projektes released hat und irgendwo deployed hat und andere Teile nicht. Der letzte Punkt finde ich persönlich sehr schön, deswegen ist auch dieser Emoji dabei. Es gibt jetzt Ansätze für automatische Versionierung. Bedeutet ganz explizit, das Parent braucht keine Version mehr und die Version von Dependencies zu anderen Modulen des eigenen Projekts ist auch nicht mehr notwendig. Kleines Beispiel. Wir sehen hier die POM Model Version 4.0 von Maven 3. Ihr seht oben die Parent-Deklaration mit einer Version 0.0.1 Snapshot. Unten in der Dependency für ein anderes Modul dieses Projekts ist die Version schon mit einer Variable. Das macht es etwas einfacher und werden wahrscheinlich die meisten von euch tun. Ersetzt und theoretisch kann man in Maven 3 auch noch die Project Group ID benutzen, wenn man zu faul ist, seine eigene Group ID am Anfang einmal zu schreiben. Aber das braucht ihr in Zukunft nicht mehr, beziehungsweise bei der Group ID müsst ihr jetzt den Namen sauber ausschreiben, damit Maven auch genau weiß, welches Projekt ihr denn meint. Aber ihr seht, weder beim Parent noch bei den eigenen Dependencies müsst ihr die Versionsnummer angeben. Was das Ganze deutlich einfacher macht, wenn ihr ein Multimodule-Projekt mit tendenziell gleichen Versionsnummern releasen wollt. Es steht euch weiterhin natürlich frei, euren Modulen individuelle Versionsnummern zu vergeben, aber dann wart ihr eh schon in der Situation, dass ihr die Versionsnummern von den einzelnen Modulen einzeln gepflegt habt. Der Standardfall ist, denke ich, dass ein Multimodule-Projekt auch eine einheitliche Version hat. Das fällt jetzt damit weg, beziehungsweise wird nur noch im Parent definiert. Kommen wir mal weg von Multi-Module-Projekten zum Maven Wrapper. Das ist so eine Sache, die es jetzt auch schon natürlich in Maven 3 eine ganze Weile gibt. Nutzt den irgendwer, so ähnlich wie den Gradle Wrapper? Vereinzelt. Wer kennt ihn? Das sind deutlich mehr, okay. Ist auch immer sehr interessant, diese Unterscheidung, weil viele kennen den gar nicht. Maven Wrapper ist im Prinzip ja, ein Wrapping-Mechanismus, der es erlaubt, zu definieren, unter welcher Maven-Version das Projekt gebaut werden soll und die Maven-Version, sofern überhaupt ein Maven da ist, dann auch erstmal herunterlädt. Also nicht direkt vergleichbar mit dem Enforcer-Plugin, wo ich sagen kann, mein Bild bricht, wenn du nicht die Maven-Version benutzt. War bisher ein eigenständiges Projekt und wurde jetzt im Laufe der letzten Jahre in die Maven-Distribution, also in das Maven von Maven-Core-Team jetzt gemaintained. Deswegen habe ich das in dem Maven 4-Vortrag so ein bisschen drin, weil A, den viele nicht kennen und B, er jetzt halt so ein bisschen, ich sag mal, offizieller geworden ist. Ist ganz nett, in den Bildumgebungen immer so ein bisschen spezifisch einzusetzen, wenn die Bildumgebungen das mitmachen, super angenehm. Wenn man dann halt in seinem Maven-Projekt im Prinzip direkt definieren kann,
welche Maven-Version genutzt wird und die er direkt bereitstellt. Kommt aber ein bisschen auf die Bildumgebung an. Dann, was auch mit Build zu tun hat, insbesondere interessant auch, wenn ihr Plugin-Entwickler seid, es gibt jetzt den Fail-on-Severity-Parameter, der benutzt werden kann, dass euer Build bricht, sobald Meldung einer bestimmten Fehlerstufe, also Info, Warning oder nur Error, im Build auftreten. Erleichtert es natürlich, die Projekte sauber zu halten, aktuell zu halten. Ist in Maven 3.9 schon drin, kann benutzt werden. Solltet ihr mal darauf achten, welche Plugins von euch oder welche Bildschritte von euch Warnungen werfen, weil jede Warnung hat potenziell das oder hat das Potenzial in Maven 4 euren Bild zu brechen, was halt primär immer damit zu tun hat, dass Maven 4 diverse alte APIs halt rausschmeißt. Wo wir gerade bei Bild sind, noch was anderes, gibt es auch schon ein bisschen länger, zumindest die ersten Versuche und Ansätze sind CI-friendly Build Variables. Also sowas wie Revision, dass ihr eure Version des Projektes direkt aus einer Config oder aus einem Übergabeparameter, zum Beispiel aus dem Git oder aus einem Git-Hash oder sowas füllt. Die ersten Ansätze sind aus Maven 3.5, haben damals aber immer nur funktioniert, wenn ihr noch gleichzeitig das Maven Flatten Plugin benutzt habt. Also im Prinzip die generierte POM dann nochmal ein bisschen reduziert hat und ein paar Variablen aufgelöst hat und sonst irgendwas. Das ist jetzt nicht mehr der Fall. Ihr könnt diese Versionen oder diese Variablen jetzt mit Maven 4 problemlos selber benutzen. Auch da hat Karl-Heinz einen sehr schönen Blogpost zugeschrieben vor, war das denn im März? Ja, genau. Im März, wo er das mit sehr vielen Beispielen mal zeigt, wie man das machen kann. Wen das interessiert, den verweise ich dann auf den Link da unten. Das sind so die wichtigsten, interessantesten Verbesserungen, die in Maven 4 soweit kommen werden. Ihr seht, das ist schon, geht schon einiges in Richtung, wir brechen die Build, also wir brechen die POM in eine Build- und eine Consumer-POM auf, damit Maven in der Zukunft flexibler sein kann. Viele Verbesserungen, die uns auch das Leben als Entwickler etwas angenehmer machen. Was man halt weniger sieht, es sei denn, man ist irgendwie auf der Mailingliste eingetragen und sieht, was da ständig an Releases kommt. Die Maintainer sind jetzt gerade wirklich seit Monaten dabei, massiv die ganzen Dependencies zu aktualisieren, APIs zu aktualisieren. Da passiert gerade richtig viel. Ich zugegebenermaßen auch noch nicht so alles verstehe, aber im Prinzip unter allem, was irgendwelche Reports generiert, liegen uralte Dependencies und Projekte, die aktualisiert werden, dementsprechend alle Maven-Plugins, die darauf aufbauen. Da wird gerade viel kaputt gemacht, um es dann besser zu machen. Halt viel Arbeit im Hintergrund, die man so als Nutzer vielleicht nicht unbedingt sieht, die aber, glaube ich, ein sehr wichtiger Schritt sind, dass Maven zukünftig mit den Ressourcen, die die Leute in ihrer Freizeit da reinstecken, einfacher und besser weiterentwickelt werden kann. Sprechen wir über die Zukunft. Was könnte in der Zukunft kommen oder auch nicht? Auch hier wieder ein Disclaimer. Große Glaskugel. Ist alles so, ich habe mal versucht, Wiki-Artikel, Confluence-Seiten, Mailinglisten, Blogposts und sonst irgendwas der letzten Jahre zu durchforsten. Und alles so irgendwie was, haben wir mal drüber gesprochen, aber ohne eine neue POM geht das nicht. Oder ohne ein Maven 4.5 zusammenzutragen. Und habe so ein paar Punkte mal mitgebracht. Was könnte sich an der POM tun? Alternative Syntaxen. Geht tatsächlich seit einiger Zeit, weil das so ein bisschen der erste Schritt war in Richtung Split Bild-POM und Consumer-POM. Hinter dem Issue ist das so ein bisschen beschrieben. Das heißt, ihr könnt theoretisch euch schon andere POMs bauen und dann in die jetzige POM transferieren lassen. Was in die gleiche Richtung geht und häufig angefragt wird, sind Polyglot-POMs, also sprich POMs in anderen Formaten, sei es Kotlin, JSON oder diese hässlichen vier Buchstaben. Auf der Javaland bin ich gefragt werden, wird das kommen? Wird es andere POM-Formate geben? Die Antwort ist offensichtlich, oder die meisten, oder alle Maven-Maintainer und Committer, mit denen ich gesprochen habe, sagen nee.
zumindest keine offiziellen. Hat den ganz einfachen Grund, dass XML vielleicht nicht das aktuellste ist, aber es ist stabil, es kann mit einem Schema abgesichert werden und jeder beherrscht die Technik, sodass das einfach ein extrem stabiles Format ist für ein Tool wie Maven. Aber rein technisch, insbesondere mit den Änderungen des ersten Punktes, könnte in der Zukunft es theoretisch andere POM-Formate geben. Was viel interessanter ist, und da bin ich auch ziemlich offensichtlich, dass das kommen wird, Reduced Dependency Definitions, also reduzierte Angaben der Dependencies, nicht mehr Group-ID, Artifact-ID, Versions-ID in drei XML-Elementen, sondern so, wie man das aus dem Enforcer-Plugin kennt oder wie man es von Gradle kennt, dass man die komplette Dependency als ein String nur noch angeben muss. Das ist etwas, was sich viele Maven-Committer auch wünschen. Also ich denke, da bin ich offensichtlich, dass das in den nächsten Jahren kommt. Was kann sich am Bild noch ändern? Separate Repositories für Snapshots und Releases. Im Moment werden die alle ins gleiche Repository geschrieben, wobei man natürlich schon im Distribution Management zwei unterschiedlich angeben kann. Aber die Unterscheidung soll noch stärker aufgeführt werden im Zusammenhang auch mit verschiedenen Remote Repositories. Seit 3.9 gibt es zumindest schon mal verschiedene Local Repositories, wenn die Remote Repositories unterschiedlich sind. In der Richtung soll noch verbessert werden. Ich gebe zu, ihr merkt es an meiner Formulierung, so hundertprozentig verstanden habe ich es nicht. Aber irgendwie sind einige der Maven-Committer, die in den Deployment-Plugins unterwegs sind, da wahnsinnig hinterher. Da separate angeben zu können, lokal als auch remote, wo man was hin deployen möchte. Ähnliches Thema während des Builds, separate Caching, wird sicherlich auch viel interessanter mit verstärkter Multithreading und dann mit Java 21 irgendwann mal virtuellen Threads, dass man da auch mit den Caches für verschiedene einzelne Schritte, die Plugins während ihrer Build-Ausführung arbeiten können, weil im Moment benutzen sie alle den gleichen Cache, beziehungsweise ja, den gleichen Cache dann übers Maven Build Cache Plugin. Und ein Punkt, wo ich auch überzeugt bin, dass der in Zukunft kommen wird, sind vollständig aufgelöste Dependency-Informationen. Was verbirgt sich dahinter? Im Moment werden die Dependency-Informationen in der POM hinterlegt. Ne? Ich bin abhängig von dem Modul, von dem Modul, von dem Modul. Aber alles, was da transitiv dranhängt, muss der Build, der diese Consumer-POM benutzt, erst wieder auflösen. Es liegt relativ nah auf der Hand, dass man eigentlich diese aufgelösten Dependency schon direkt beim Deployment mitgeben kann, weil man hat sie ja selber eh schon aufgelöst. Deswegen, da bin ich optimistisch, dass das kommen wird. Warum ist das so ein Thema? Das reduziert logischerweise die Bildlaufzeit, weil sofort klar ist, welche Dependencies alle benötigt werden und sie dann gleichzeitig heruntergeladen werden können. Während es jetzt noch im Moment ist, alles, was auf gleicher Ebene aufgelöst werden konnte, wird parallel heruntergeladen. Dann wird die nächste Ebene geguckt, dann wird das alles runtergeladen und so weiter und so weiter. Das heißt, man hat im Prinzip jetzt mehrere Download-Zyklen, die man in der Zukunft nicht mehr unbedingt haben muss. Genau. Ich bin auch nah am Ende. Wichtigstes Thema Maven 4, wichtigste Änderung, Bild- und Consumer-POM mit unterschiedlichen Model-Versionen, die im Moment noch relativ ähnlich sind, aber an der einen oder anderen Stelle schon Unterschiede mit sich bringen, wie Root-Attribute oder andere Angaben der Dependencies. Mindestens Java 17 zum Bauen, also zu eurer Ausführung des Maven-Builds, nicht für eure Anwendung. Und ganz viel Codeänderungen, Codeaktualisierungen im Hintergrund, die für euch primär dann interessant sind, glaube ich, wenn ihr alte Plugins benutzt bzw. selber Plugins entwickelt. Und viele User Experience Verbesserungen wie verbesserte Reactor in Multimodule-Projekten, automatische Versionierung oder die offiziellen Variablen, um das Root-Project anzugeben. So, kommen wir zu den wichtigsten Fragen. Was könnt oder solltet ihr jetzt tun? Allererster Punkt, aktualisiert euren Build auf Maven 3.9, möglichst 8 im Moment.
dass ihr jetzt schon einen stabilen Bild habt, möglichst ohne Warnungen und irgendwelche Fehler, um dann schnell auf Maven 4 und einfach auf Maven 4 migrieren zu können. Diejenigen, die noch nicht auf Java 17 bauen oder ihre Bildumgebung noch nicht auf Java 17 laufen haben, sollten da dran arbeiten, dass ihr die Grundvoraussetzungen an eurer Infrastruktur vorher gemacht habt. Und jeder ist natürlich auch eingeladen, die Beta-Version von Maven 4 auszuprobieren. Guckt, ob eure Builds schon aufgrund von Änderungen von Maven 4 nicht mehr funktionieren, weil möglicherweise noch irgendein Plugin kaputt ist oder sonst irgendwas. Und dann das Wichtigste natürlich auch, gebt Feedback, egal ob zu Maven 3 oder zu Maven 4, gebt dem Maven-Team Feedback. Am einfachsten ist es über die Userlist. Die E-Mail-Adresse habe ich unten aufgeschrieben. Das Apache-Projekt ist aber auch auf Mastodon, X und sonst irgendwo vertreten. Bluesky glaube ich nicht. Bin ich mir gerade nicht ganz sicher. Aber auf Mastodon und X auf jeden Fall. Also sie sind gut zu erreichen. Könnt auch die Committer und Contributor direkt anschreiben. Dann leiten die natürlich auch alles mögliche an Feedback weiter. Aber das ist wie in jedem Open-Source-Projekt immer so eines der wichtigsten Sachen, dass die Community auch Feedback gibt. So, damit wäre ich durch. Fragen von eurer Seite. Der Michael wird mich unterstützen, hoffe ich. Da hinten sehe ich eine Hand und hier vorne. Alles klar. Ja, genau. Du hast ja vorhin vorgestellt, dass man eben auch schon mit Maven 3 mit dem Revision-Parameter arbeiten kann und dazu aber noch das Flatten Maven-Plugin einsetzt. Was wird denn passieren, wenn ich jetzt Maven 4 einsetze? Kommt sich dann ins Gehege mit der Consumer-POM? Weil das ist ja sehr ähnlich. Also was wird das dann automatisch abgeschaltet, wenn man sagt, ah, nee, jetzt haben wir Maven 4, brauchen wir das Flatten Maven-Plugin nicht mehr oder wie funktioniert das? Also vereinfacht gesagt ist das Ziel eigentlich des Maven-Teams, dass das Flatten-Plugin mehr oder weniger gar nicht mehr benutzt wird und auch nicht mehr benutzt werden muss, sondern dass Maven 4 oder Maven selber die Funktionalitäten die Features, die das Flatten-Plugin im Moment mitbringt, von Haus aus mitbringt. Wie halt Dependency-Auflösung oder Variablen-Auflösen, sowas. Deswegen wäre mein Ansatz, also es sollte sich nicht in die Quere kommen, je nachdem, also im 0815-Fall auf keinen Fall. Aber im Prinzip wäre der Schritt, dann auch das Flatten-Plugin loszuwerden, dass es gar nicht mehr benutzt wird. Für den Übergang halt, oder? Ja, klar, natürlich. Also für den Übergang, wenn ihr da nicht irgendwelche super fancy Sachen macht, wird wahrscheinlich einfach es funktionieren. Davon gehe ich aus. Wenn nicht, Feedback an das Apache-Team bitte oder an das Maven-Team. Aber im Prinzip wäre dann der zweite Schritt der Migration, mal zu gucken, okay, wir nehmen das Flatten-Plugin raus, ob es dann immer noch funktioniert. Ich hatte jetzt schon ein paar Mal das Glück, einen halben Tag damit zuzubringen, zu versuchen, ein einziges Maven-Projekt für Nix zu packagen. Und Nix ist ja reproduzierbar und braucht halt Dependencies. Und das Problem ist halt, dass man in Maven nichts in Richtung Logfile hat, zum einen. Das heißt, man hat irgendwie random Dependencies, die irgendwelche Versionen haben und es ist völlig unklar, was man da gerade bekommt von Remote. Und deswegen kann man halt nicht schon vorher sagen, was am Ende rauskommt. Und damit kann man es halt in Nix nicht reproduzierbar bauen. Man bräuchte quasi Cargo zum Beispiel oder Yarn oder PNPM und so, machen ja alle einen Logfile, die halt für jede Dependency, die genutzt wird, jedes Plugin, jede transitive Abhängigkeit, den SHA-Summe oder irgendwas festhalten. Dass man wirklich halt genau weiß, was man gerade baut, dass es auch intended ist, so gebaut zu werden. Ist da irgendwas in die Richtung geplant? Bin ich nicht so tief drin, aber das Maven-Projekt selber wird reproducible jetzt gebaut. Was die Dependencies angeht, sollte bei jeder Dependency eine POM mit den Dependencies, wo dann die Dependencies drin sind, im Maven Central liegen, mit Hash-Werten, also mit SHA-Summen und sonst irgendwas, dass man auch sicherstellen kann, dass das Artefakt ist, was damals vom
Projekt tatsächlich gebaut würde. Ansonsten ist der erste Satz, das weiß ich jetzt, habe ich aus der Frage nicht hundertprozentig rausgehört. Ihr benutzt schon fest definierte Versionen der Plugins und Dependencies und nicht sowas wie Latest oder... Ja, aber das Problem ist halt, dass Nix schon vor dem Beginn des Baus ohne Internetzugriff wissen muss, was am Ende rauskommt. Dass man quasi halt rein aus der Hand von seinem lokalen Source Code wissen muss, was exakt alle Versionen von allen Dependencies waren. Und was wir so, okay. Damit man halt quasi lokal sagen kann, vor dem Bild schon, das würde ich gerne haben. Und dann gucken, ob es wirklich halt kommen ist oder nicht, damit da nicht irgendwie Maut irgendwie andere Sachen passieren und so. Das, was am ehesten in die Richtung geht, sind die voll aufgelösten Dependencies, dass die zukünftig in der Consumer POM drinstehen könnten und ich gehe auch davon aus, werden. Das hilft dir natürlich nur bedingt, ne? Also dann weißt du halt, was du brauchst, wenn du sie nicht herunterladen kannst oder nicht in eurem Firmen-Nexus oder sonst irgendwas drin sind, kommst halt trotzdem nicht dran. Aber das ist wahrscheinlich nicht hinter deiner Frage versteckt. Das war schon das Hauptproblem. Es gibt jetzt so ein bisschen so von irgendwo teilweise mitgemacht, so ein Maven-Logfile-Plugin. Aber das ist nicht in der Lage, die transitiven Abhängigkeiten von Plugins zu resolven, weil die API das nicht hergibt irgendwie. Deswegen, ja, alles ein bisschen cursed aktuell. Okay. Ich kenne dieses Plugin nicht, deswegen kann ich da überhaupt nichts zu sagen. Plugin. Also ich hatte es ja auch in meinem Talk und das ist auch eine Last, die das Maven-Team halt hat, dass viele alte Plugins oder alt im Sinne von, sie sind alt, jetzt nicht unbedingt nur alte Versionen, auch mit neueren Versionen halt noch veraltete, eigentlich nicht public APIs von Maven benutzen. Da wird sich halt das ein oder andere ändern müssen auf Plugin-Seite. Ansonsten, wie gesagt, voll aufgelöste Dependencies vielleicht geht in die Richtung, dass die da helfen können. Ansonsten bin ich da, glaube ich, auf dem Thema weiterhin irgendwie noch blank, was die Details angeht. Also wenn es nicht um die Bildinformation geht, sondern nur um die Dependencies, könnte man versuchen, das CyclinDX Maven Plugin zu nutzen. Das produziert S-Bombs und dann hat man die ganzen Dependencies inklusive der Chars, der Maintainer, der URL und sowas in einem fixen XML- oder JSON-Format. Ne? Also das behebt natürlich nicht das Problem mit deinen Plugins, aber zumindest für die Dependencies ist dann sehr genau festgedübelt, was da drin ist. Das könnte man dann wieder auslesen und gegebenenfalls zugreifbar machen aus eurem Nexus. Ja, die Plugins sind halt nicht dabei und halt trotzdem relevant. Okay, hat noch jemand eine Frage? Ja. Ja. Auf welche Java-Version soll man denn setzen, wenn man sowohl Maven 3.9 wie auch jetzt den Viererzweig für Plugins unterstützen will? Weil 17 ist jetzt nur für Maven 4. Aber auf Maven 3 könnt ihr unter 17 bauen. Okay, aber zurückkompatibel sein? Ja, es ist einfach nur die Mindestvoraussetzung. Um die Frage nochmal zu wiederholen, also beziehungsweise welche Java-Version sollte man benutzen? Wenn ihr eine neue Version als 8 benutzen könnt, 8 ist im Moment die Pflichtversion für Maven 3 6, glaube ich, ist es gewesen und alles danach. Wenn ihr jetzt schon auf 17 baut, baut ihr jetzt schon auf 17 oder auf 21. Es ist einfach, dass die Minimumversion, die ihr zukünftig für Maven 4 braucht, 17 ist. Okay. Ihr könnt mit 17 auch Maven 3 bauen. Wenn man zum Plugin baut. Auch da bist du Stand jetzt auf 8. Zukünftig solltest du dich an 17 orientieren, um einfach ja im Prinzip die gleiche Version mit Maven Core zu benutzen, ist, glaube ich, an der Stelle sinnvoll, aber es ist nicht zwingend notwendig. Wichtig ist, dass im Prinzip alle Plugins halt die neuen APIs benutzen müssen, die mit Maven 4 kommen. Das sieht man bei den Core-Plugins, also Compiler, Warfile und was weiß ich, wie sie alle heißen. Dann daran, dass es da eine Plugin-Version 4.0 oder 4x geben wird und die jetzigen 3RX weiterhin suggerieren, dass sie für Maven 3 ausgelegt sind.
Und die benutzen, also die Vierer-Versionen würden zum Beispiel unter einem Maven 3 dann nicht mehr funktionieren. Was das JDK angeht, ich würde empfehlen, auch 17 oder höher zu benutzen und mich da immer an der Maven Core-Version orientieren. Wenn man als Java-Entwickler mal in andere, modernere Sprachen, Ökosysteme guckt, da sind im Bereich Bild schönere Sachen möglich. Ich arbeite mit Flutter, das ist ein Google Cross-Platform UI Toolkit und in dem Plugin-Portal, so heißt das dort, also dem Äquivalent von Maven Central, sieht man für jedes Projekt, mit welcher Version von Flutter es läuft. Es gibt Beispielcodes, es gibt Links zum Source Code Repository, zum Bug-Tracking. Es gibt eine Bewertung von dem Plugin anhand oder der Library anhand von statistischer Code-Analyse und Unit-Tests und sonst irgendwas. Im Java-Umfeld fehlt alles, das zumindest, wenn man sich Maven Central anguckt. Ist irgendjemand im Java-Build-System-Bereich, also Sonatype, die hinter Maven Central stehen oder Gradle oder die Maven-Team oder IDE-Hersteller, ist irgendjemand daran interessiert, das zu verbessern, weil das ja eine recht schwierige Aufgabe ist. Ob daran jemand interessiert ist, weiß ich nicht. könnte es eine zentrale Stelle umsetzen, wird, glaube ich, schwierig. Du hast gerade selber gesagt, Sonatype hostet das Maven Central. Die haben ja jetzt auch eine neue Oberfläche irgendwie seit 2 Jahren oder so, wo sie zumindest mehr Informationen bereitstellen. Ansonsten, also ich weiß es nicht, ich habe diese Frage noch nie irgendwie mit jemandem mal diskutiert. Kann ich mir gut vorstellen, dass die Maven-Maintainer selber sagen, naja, gib diese Informationen in deiner POM an, generiere die Seite, deploy deine Seite irgendwo hin. Wenn man sich halt die Seiten von den Maven-Plugins oder von Maven selber anguckt, sind ja genau die Informationen, ne? Welches JDK wird benötigt, wo ist der Link zum Issue-Tracker, zu GitHub möglicherweise. Ja, im Prinzip auf den Projektseiten, weil woher soll sie auch sonst kommen, außer vom Projekt selber. Die Informationen aus den POMs rauszuziehen und im Sonatype, also im Maven Central anzuzeigen, liegt, glaube ich, am ehesten bei Sonatype, das zu tun. Wobei da, denke ich, dann auch weitere Folgefragen dran anstehen. Okay, was ist, also welche Informationen nimmt man? Ne? Vermutlich immer so irgendwie die letzte. Also man müsste sie auch aus den POMs ziehen oder manuell pflegen, wenn man da irgendwie einen Account hat. Ich habe selber keinen, deswegen weiß ich nicht. Ich denke, das ist der eigene Weg. Aber soweit ich die Informationen jetzt von unserem Pioneer-Projekt kenne, wird das alles aus den POMs gezogen. Von daher wird es, wenn dann nur in die Richtung gehen, dass Sonatype da irgendwas macht, dass man sie im Maven Central sieht. Ob die da ein Interesse dran haben, weiß ich nicht. Müsste man sie wahrscheinlich einfach mal fragen. Vorstellen kann ich mir, dass das dann nicht nur du daran interessiert bist, sondern dass die das auch grundsätzlich bereit sind, das bereitzustellen, um im Prinzip im Maven Central sofort zu sehen, okay, was denn die Projektseite, die GitHub-Seite, wo ich möglicherweise irgendwie Issues oder Issue-Tracker allgemein formuliert, einsehen kann und da irgendwie Feedback geben kann. Haben wir noch eine Frage? Also ich habe gerade mitbekommen, die Pizza kommt um 20:30. Also wir hätten noch 20 Minuten Zeit. Also wenn noch jemand eine Frage hat, ihr könnt die gerne stellen. Oder möchte noch jemand einen Vortrag 10 Minuten über Gradle halten? Genau, passend zum T-Shirt, du hattest nichts zum Cache gesagt. Gibt es da Informationen? Bei Maven 4 kommt ja jetzt auch mit Bildcaching, was ja bis jetzt nur Gradle hatte. Du arbeitest da, ne? Also in den technischen Details habe ich mich zugegebenermaßen nicht so eingelesen, aber ja, es wird verbessertes Caching geben und ansonsten ist aber natürlich auch mal ein bisschen projekt- und bildumgebungsabhängig, vor allen Dingen projektabhängig.
das Maven Caching Plugin zu benutzen, auch schon mit Maven 3, das hat mit Maven 4 dann gar nichts zu tun, womit je nachdem halt, wie das Projekt strukturiert ist, also Multimodel-Projekt, man da halt schon ziemlich viel rausholen kann, wenn man dann in einer Stelle nur was ändert, also im Prinzip so wie Gradle das auch macht, ne, dass da festgestellt wird, okay, ich habe jetzt irgendwie in meinem dritten Submodul irgendwas geändert, dafür brauche ich die vorherigen drei nicht bauen. Das macht das Plugin im Prinzip auch. Dafür ist es aber logischerweise auch irgendwie davon abhängig, dass das Projekt so strukturiert ist, dass es überhaupt ja, Subprojekte oder Submodule identifizieren kann, die sich nicht geändert haben. Also die Idee, die Gradle da von Anfang an benutzt hat oder verfolgt hat, ist in dem Plugin im Prinzip integriert. Es ist auch ein offizielles Plugin, also offizielles Plugin nenne ich immer die vom Maven-Team gemaintained werden, sodass man es damit schon erreichen kann. Falls einer von euch den Vortrag von, wie war das denn, von Martin Mulders und Benjamin Marvell von der JCon dieses Jahr, ist bei YouTube verfügbar. Die gehen unter anderem, also gehen darum auf ein, wie man sein Maven-Bild beschleunigen kann mit verschiedenen Optionen. Da ist unter anderem auch das Cache-Plugin dann Thema. Die gehen ein bisschen genauer darauf ein, was es heißt, was im Prinzip die Projektvoraussetzungen sind, dass so ein Plugin überhaupt oder so ein Caching-Mechanismus auf der Ebene gut funktionieren kann. Wie gesagt, den gibt es bei YouTube, kann ich nur empfehlen. Sehr viele interessante Sachen, die man für sich selber dann mal durchmessen und austesten kann, ob man damit sein Bild beschleunigen kann. Danke. IDEs haben Maven-Integration. Wie lange nach oder arbeitet das Maven-Team mit den IDE-Herstellern zusammen, um Maven 4.0 in die IDEs zu bekommen? Oder hängt das von IntelliJ, Eclipse und wischelst du die Code selbst ab? Also ich weiß, dass diverse IDE-Hersteller eng im Kontakt mit den Maven-Leuten stehen, zum Beispiel im Maven-Slack-Channel sind. Und da liest man, keine Ahnung, alle ein, zwei Wochen mal irgendwie so, ey, ich habe da irgendwas in meinem Maven-Projekt und IntelliJ zum Beispiel erkennt das nicht richtig. Also da ist der Austausch schon ziemlich eng. Und ich weiß zumindest von JetBrains, also IntelliJ, dass die auch sehr aktiv hinterher sind, solche Änderungen, egal ob jetzt Java, Maven oder sonst irgendwas, von sich aus auch zu verfolgen und frühzeitig ja, zu unterstützen. Ob dann vollständiger Support für irgendwelche Features, sonst irgendwas, ist natürlich dann immer von denen ein bisschen abhängig. Aber ich weiß, dass die da schon früh dran sind. Also gerade was jetzt dann auch die Model-Version 4.1.0 angeht, das hat JetBrains in dem Fall auf jeden Fall auf dem Schirm und arbeitet da dran. Ich weiß gar nicht, ob sie es sogar inzwischen schon hier unterstützen. Ich entwickle kaum noch zur Aufarbeit, leider. Ja, ich glaube, dann haben wir es. Und alle Hunger? Ach, da hinten, Entschuldigung. Habt ihr irgendeinen Überblick darüber, wie viele der Plugins mit Maven 4 nicht mehr funktionieren werden? Die klare Antwort ist nein. aus dem einfachen Grund, dass Maven-Team weiß nicht, wer alles welche Plugins welche APIs benutzen. Im Optimalfall halten sich an die Plugin-Guidelines, wo drin steht, also zumindest so grob drin steht, was man benutzen sollte und was nicht oder was interne APIs sind und was nicht. Aber dadurch, dass man halt noch drankommt und allen möglichen Kram damit machen kann, funktionieren Plugins halt noch. Aber wie viele das sind, weiß, glaube ich, kein Mensch. Deswegen der dritte, beziehungsweise der erste und der dritte Punkt auf der Folie, aktualisierte mal auf 3.9, dann sollten da schon Warnungen rauspurzeln, wenn da irgendwas benutzt wird, was nicht mehr benutzt werden sollte. Beziehungsweise auf 4 legt es sich dann halt auf die Nase. Oder wenn ihr halt selber Plugins entwickelt, macht im Prinzip das Gleiche, dann wisst ihr, ob ihr irgendwelche verbotenen APIs benutzt. Ähm,
Danke für den Vortrag übrigens und für die vielen Antworten auf die ganzen Fragen. Da du jetzt ein paar Mal schon gesagt hast, dass ein Problem für Maven 3 auf 4 ist, also aus Maintainer-Sicht, dass so viele Plugins unbekannterweise vielleicht all diese alten und vielleicht vor allen Dingen auch interne APIs benutzen, stellt sich natürlich die Frage, benutzt das Apache Maven Team das Modulsystem? Nicht stören. Wenn Maven 4 jetzt zum Beispiel auf dem Modulpfad laufen würde, dann würden all diese Probleme ja verschwinden. In Zukunft könnte dann niemand mehr versehentlich zumindest eine interne API benutzen. Und da wir sie jetzt auf 17 laufen müssen, steht ihnen der Pfad ja theoretisch offen. Weißt du, ob die auf dem Modulpfad umsatteln und ihre eigene interne, ihre eigenen Jars als Module ausliefern wollen? Also sie tun es im Moment noch nicht. Es gibt aber Bestrebungen, dass Maven grundsätzlich mit dem Modulsystem das richtig supporten soll, Multi-Release-Jars und sonst irgendwas. Da sind sie dran. Mehr weiß ich aber nicht. Machen sie selber drauf? Ja, aber im Moment bauen sie selber noch nicht drauf. Würde das Problem sicherlich lösen, ne? In dem Umfeld, dass du halt in der Module-Info ja dann angibst, was dürft ihr benutzen, was nicht. Aber es ist noch nicht so weit. Und ich glaube, bis dahin wird auch, also das sehe ich persönlich Einschätzung, ohne dass ich da auch das weiter tief verfolge, ist das, glaube ich, eher so ein Maven 5-Thema als ein Maven 4-Thema. Wobei, wer weiß, was dann, wie lange Maven 4 laufen wird. Also das werden wir dann auch sehen. Aber ich glaube, dass Maven 4 nicht so lange laufen wird wie Maven 3. Sondern das ist wirklich mehr so ein Zwischenrelease ist, um die Grundarbeiten zu schaffen, die dann ja so ähnlich dann das Maven im Prinzip so ein bisschen ähnlich ist wie Gradle, was es angeht, ne? Die Build-POM in welchem Format auch immer und mit welchem Aufbau auch immer, was völlig anderes ist als die Consumer-POM. Und da ist der große Schritt, der halt auch viel Kopfzerbrechen gemacht hat, jetzt erledigt und hinter dem Maven-Team. Und dadurch, dass ja im März erst die Entscheidung gefallen ist, Maven auch mit was Höherem als 8 zu bauen. Also ich weiß nicht, wie lange du gebraucht hast, um deine Anwendung aufs Promotion-System umzuschreiben oder wie lange du an deinem Buch geschrieben hast. Also ich glaube, das wird noch eine ganze Weile auf sich warten lassen. Jetzt sehe ich tatsächlich keine Hände mehr. Dann vielen Dank alle und guten Hunger. Ja, genau. Danke, Matthias, dass du da warst. Also dieses Jahr sieht es gut aus. Wir haben wirklich jeden Monat voll mit Vorträgen bekommen. Also im August gibt es auch noch einen Vortrag über eine neue Java-API, mit der man Bytecode-Manipulation vornehmen kann. Und da sind wir noch auf der Suche nach einer Location. Das klärt sich, denke ich, die nächsten Tage. Und dann kann ich den Vortrag auch online stellen. Und wenn jemand einen Vortrag halten möchte, dann gerne nächstes Jahr, weil wir ja dieses Jahr schon bis Dezember alles verplant haben. Zweiwöchentlich, Idiot. Ja, darüber können wir auch nachdenken vielleicht, aber ich glaube, einmal im Monat reicht. Und ja, wenn man über Java 23 reden möchte, dann erst im Januar. Genau, ich wünsche euch noch einen schönen Abend.